Ja, ich muss die Kamera jetzt leider etwas blöd halten, denn ich habe leider meinen Stick vergessen, wie die Kamera besser halten kann. Aber ich hoffe, es geht halt so. Denn ich bin hier heute in einer Allee in Mannheim. Ich habe jetzt leider nur nicht genau auf dem Schirm, wie die schöne Straße hier hinter mir genau heißt. Ich bin aber hier in der Schwetzinger Vorstadt und ich war mir bis heute gar nicht bewusst, dass es hier so eine schöne Allee gibt. Und dann dachte ich, ich nutze die Gelegenheit mal und mache ein Video darüber. Von Raumplanung 3 Minuten, warum es so wichtig ist, dass wir wieder mehr Alleen errichten. Aus raumplanerischer und aus umweltplanerischer Sicht ist es nämlich sehr sinnvoll, solche Alleen zu errichten. Denn Alleen haben mehrere Vorteile. Erstens spenden die Bäume entlang der Allee Schatten. Und das sorgt dafür, dass sich der Asphalt, besonders im Sommer, viel weniger aufheizt. Zweitens ist es so, dass durch die Begrünung das Viertel insgesamt lebhafter wird, was sich sowohl auf die Psyche der Anwohner auswirkt, als auch verschiedene andere gute klimatische Vorteile hat. Denn dann tummeln sich hier mehr Tiere und das Viertel wird in verschiedensten Weisen mehr belebt. Und ein dritter wichtiger Faktor von Alleen ist, dass Bäume auch einen gewissen Schallschutz darstellen. Es gibt nämlich bestimmte Baumarten, die quasi den Schall dämpfen können. Das heißt, eine Straße wird dadurch insgesamt auch leiser. Das heißt, es hat mehrere Folgen für die Emissionen, zumal die Bäume ja zusätzlich außerdem das CO2 speichern. Denn Bäume nehmen ja durch ihre Photosynthese das CO2 auf und produzieren daraus wieder Sauerstoff. Das heißt, es wird mehr Sauerstoff in die Luft geblasen, was auch die Region lebhafter macht. Und nicht nur in Städten finde ich Alleen sinnvoll, sondern auch entlang von Straßen. Denn Alleen sorgen natürlich auch dafür, dass die Leute achtsamer fahren. Denn dadurch, dass entlang ja immer wieder Bäume stehen, müssen die Leute natürlich darauf achten, dass sie so fahren, dass sie nicht von der Fahrbahn abkommen und in die Bäume reinrasen. Der Grund, warum man die Bäume abgeholzt hat früher, entlang vieler großer Straßen, es gab sie auch entlang der Fahnstraßen, die man damals ja noch Chaussee nannte, dass da Alleen waren, dass man das, wie gesagt, abgeholzt hat, lag daran, dass man gesagt hat, ja, dann fahren ja immer Autos in die Bäume. Nee, im Endeffekt ist es so, dass die Bäume hier auch dazu dienen, dass die Leute achtsamer fahren und die Straße eindeutig als Straße erkennbar ist. In der Pfalz und auch im Saarland gibt es noch sehr viele Alleen entlang von Straßen. Und das sollte bewahrt werden und es sollte auch dafür gesorgt werden, dass das wieder zunimmt. Außerdem ist es so, dass wir uns insgesamt die Natur in die Stadt holen müssen. Denn in der Stadt ist Natur sehr wichtig, denn sie hilft uns dabei, als Menschen des Waldes, als Tiere des Waldes, als Lebewesen, die ja zur Symbiose, zur Natur dazugehören, uns wieder besser mit der Natur und unserer Umwelt zu identifizieren. Und dadurch nehmen wir auch viel mehr wahr, wie sich die Natur entwickelt. Und gerade diese Betonwüsten, die viele Städte heutzutage haben, sind mit ein großes Problem. Warum die Menschen den Bezug zur Natur, zur Umwelt so extrem verloren haben. Und durch Bäume und Alleen wird unsere Umwelt wirklich zu einer Mitwelt. Mitwelt mit der Natur. Naja, wie dem auch sei, wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, warum Alleen so wichtig sind, ich werde da auch heute noch was bei Instagram posten und auch bei Twitter mich in letzter Zeit öfter mal dazu äußern. Schreibt es wie gesagt in die Kommentare oder auch bei Instagram und Twitter könnt ihr mir immer wieder Kommentare schreiben, meine Bilder liken, mir folgen. Links sind unten in der Videobeschreibung. Ansonsten kann ich nur empfehlen, abonniert diesen Kanal, denn hier sind immer wieder interessante Videos zu verschiedensten interessanten Themen. Zum Beispiel werde ich demnächst in einem Video auch mal diese schöne Kirche hier verarbeiten. Und es lohnt sich wirklich, da immer mal wieder reinzuschauen. Und gebt mir natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!